Was machst du eigentlich, wenn du mal nicht weiter weißt? Die Frage bekomme ich hin und wieder gestellt. Ein Beispiel. Ich möchte von einer Zahl, die vom Java-Typ Byte ist, die Codierung im Binärformat angezeigt bekommen. Byte x gleich 67 und dann print ln x ist gleich x. Das zeigt mir dann nur die 67 an, aber nicht die Binärcodierung, die Zahl 67 im Binärformat als Folge von Einsen und Nullen. Natürlich habe ich Programmiererfahrung und einige Bücher gelesen. Das hilft, um eine Orientierung zu haben, um besser zu wissen, wonach man sucht. Aber ich weiß nicht, wie ich das Problem in Java lösen soll. Ich tippe in die Google-Suchmaske Binary Representation. Da haben wir schon Representation. Und dann auf Byte und Java. Jetzt bekomme ich hier ein paar schöne, nette Vorschläge. Zum Beispiel hier von Stack Overflow. Der erste Treffer. Und siehe da, hier ist der erste Eintrag. Der macht einen sehr guten Eindruck, hat 63 Antworten bekommen. Das Prinzip bei Stack Overflow ist, dass die Community der Stack Overflow-Mitglieder die Antworten rankt und eine 63 ist ziemlich gut im Ranking. Und dieser Code gibt einen Vorschlag, fast genau das Problem auf, das ich hier in Byte habe, gibt hier eine Repräsentation, die dann ausgegeben wird. Und wir kopieren einfach mal diesen Code rüber zu uns. Ist leider hier gerade verrutscht. Wandeln das hier in S und dort hinten müssen wir statt B1 auch noch X einfügen, damit der Code passt zu uns. Nur mal für einen Moment schieben wir das hier rüber, damit man das alles sehen kann. Und dann ergänzen wir hier noch S und geben das dann mal aus. Und tatsächlich sehen wir jetzt da unten die Binärcodierung. Natürlich sollte man verstehen, was man da für eine Lösung übernommen hat. Sonst lernt man natürlich wenig. Nur kurz. StringFormat hier oben ist eine Methode, um eine Zeichenkette nach Formatierungsvorgaben anzulegen. Dieses 8s in den Hochkommata ist der Zeich, ist die Zeichenkette und die sagt, sei bitte exakt 8 Zeichen lang. Mit der Integer-to-Binary-String-Methode wird eine Zahl in das Binärformat umgewandelt und, also ein Integer, wird damit umgewandelt und damit und dem binären und kappen wir alle oberen Bits und wollen nur das untere Byte haben. Also statt der 4 Bytes eines Integers nur die unteren, weil dann die führenden Stellen einer Binärzahl nicht angezeigt werden. Die werden einfach mit Leerzeichen aufgefüllt, sorgt das Replace dafür, die Leerstellen mit einer 0 aufzufüllen. Und so kommt es dann dazu, dass auch hier unten die führende Stelle, die sonst ein Leerzeichen gewesen wäre, durch eine 0 aufgeführt wird. Das Programm tut also genau das, was es soll und was wir davon erwarten im Augenblick. Ein anderes Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Sie wissen, dass man eine Zahl hochzählen kann mit dem Inkrementierungsoperator, also x plus plus. Was kommt dann natürlich unten raus? Die 68. Wunderbar. Semantisch identisch mit dem plus plus ist das plus gleich. Also die Kombination von Zuweisungsoperator und Addition, führen wir das aus. Selbstverständlich kommt auch wieder die 68 raus. Das ist semantisch mit, sowas erzähle ich auch in Vorlesungen, x gleich x plus 1. Und jetzt sehen Sie schon, ich brauche das Programm gar nicht mehr zu starten. Es kommt hier eine Fehlermeldung, dass hier ein Typ-Mismatch vorliegen würde. Int does not match with Byte. Seltsam.
Mein erster Versuch ist hier ein Byte davor zu setzen, was gar keine großen Verbesserungen liefert. Und wieder ist die Frage, was ist hier eigentlich los? Also gehen wir doch gleich mal auf Stack Overflow. Das mache ich gerade hier für Sie unsichtbar. Stackoverflow.com. Und gebe hier doch mal in der Suche Byte b gleich b plus 1 ein. So, und hier kriege ich ein paar mögliche Antworten. Hier sehe ich sogar Votes. Schauen wir uns das hier mal an. Das scheint doch sehr gut zu sein. Byte plus gleich 1 compile, aber das hier nicht. Da, wenn Sie hier nachschauen, sehen Sie die Fragestellung, die identisch ist mit unserer, dass das hier kompiliert, plus plus, plus gleich, aber das hier einen Compile-Fehler ergibt. Und die erste Antwort, wieder mit 18 Bewertungen, ziemlich gut abgesetzt, gibt eine nette Erklärung dazu. Gehen wir mal zurück auf dieses Fenster. Wir können das hier lösen, indem wir Byte hier vorsetzen, einen Typcaster vorsetzen, dann sollte, das habe ich hier einen Fehler gemacht, sorry, noch die Klammern, dann sollte der Ausdruck arbeiten wieder. Jetzt kommt wieder die 68 raus, richtig. Was ist da los? Was uns dieser Artikel erklärt im Detail, ist eigentlich nichts anderes als, dass dieser Ausdruck x plus gleich 1 identisch ist mit x gleich, und dann wird das Typecast vorgenommen und hier kommt x plus 1 rein. Genau den Ausdruck, den wir da eben stehen hatten. Also dieser zusammengesetzte Zuweisungsoperator wird so gewandelt. Warum ist diese Wandlung, dieses Typecast nötig? Das steht dann hier auch zu diesem in JLS Binary Numeric Promotion. JLS steht für die Java-Sprachspezifikation dort im Absatz 562. Da erfahren wir, dass der Plus-Operator, um vernünftig rechnen zu können, auch ein Casting macht von Zahlen. Also die werden alle auf ein Integer oder auch möglicherweise auf eine Long-Ebene gehoben. Das heißt, die Byte-Variable x wird zum Integer gemacht, damit er 1 addiert und dann ist das Ergebnis ein Integer. Und wenn wir dann vergessen, ein Casting davor zu machen, dann funktioniert das leider nicht. So geht unser Ausdruck also wieder in Ordnung. Na, habe ich hier gerade das Semikolon mitgelöscht. So geht unser Ausdruck wieder in Ordnung. Hartes Zeug, oder? Aber genauso wird man zum Experten.